einem Softwareentwickler, einem pakistanischen Softwareentwickler mit einer Firma in Dubai seit 8 Jahren und einer Firma in Pakistan seit 15 Jahren und einer Firma in Budapest seit 3 Jahren und jetzt einer Firma seit 2 Jahren in Berlin, konnte ich weiterhelfen, indem ich ihnen eine Empfehlung gemacht habe für einen guten Steuerberater und so weiter, um einfach in Deutschland noch weitere Firmen zu gründen. Und ja, warum dieses Video? Weil viele letztendlich auch unterschätzen, die sozusagen auch von Skandinavien oder von anderen Ländern kommen, nach Deutschland, in den deutschen Markt rein wollen. Das ist in Deutschland also mehr wie jetzt in dem US-Markt. Das sind immer so die zwei großen Märkte, wo letztendlich auch osteuropäische Softwareentwicklerfirmen oder auch asiatische Softwareentwicklerfirmen letztendlich gerne rein möchten. Das sind so die zwei attraktiven, noch attraktivsten mehr oder weniger Märkte. Also Europa ist mehr oder weniger für die meisten ausländischen Firmen ist Deutschland Europa. Also es sei denn, du hast irgendwie eine spezielle Nische, irgendwas, einen Markt, den es nur in Frankreich gibt oder so. Ansonsten will wirklich nicht wirklich jemand mit französischen Firmen in erster Linie Geschäfte machen, weil tja, ist ein sehr eigenes Land, Italien genauso. Die haben sozusagen ihren jährlichen Sommer-Lockdown von über fast 3 Monaten und ja, da tickt die Uhr nochmal ganz anders. Das heißt, wenn jemand nach Europa kommt, will dort Geschäfte machen, dann ist es entweder und oder Deutschland oder deutschsprachiger Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland. Oder und oder Benelux und Skandinavien. Ja. Das ist eben das Interessante und England natürlich. Und da zählt eben, dass man letztendlich eine Firma dann vor Ort hat. Manchmal kann man auch quasi mit einer externen Firma Geschäft machen. Das ist sehr schwierig. Also das heißt, Zertifikate genauso wie ja, Doktortitel und dergleichen. Also all das, was man sozusagen in Deutschland sozusagen sofort kategorisieren kann, ja, Zertifizierungen und so weiter. Viele wissen es schon, aber es ist einfach nochmal hier ein, sozusagen ein Appell an diejenigen, die auch sozusagen innerhalb Deutschlands, weil das Video ist auf deutsche Sprache, ja, innerhalb Deutschlands sozusagen sich einen Markt erschließen wollen oder sich selbstständig machen wollen, Softwareentwickler oder was auch immer, letztendlich auch sich unabhängig machen wollen, zum Beispiel von Headhuntern und so weiter. Und einfach mein Tipp, schau, dass du auch wenn es wirklich dämlich ist, aber so ticken halt normal die Deutschen und teilweise auch Skandinavier, dass du halt gewisse Zertifizierungen hast, irgendwelche TÜV-Geschichten, geprüft bist und was weiß ich, damit du so mal deine 3, 4, 5 Logos, sogenannte Trust-Symbole, also Vertrauenssymbole, dann auch auf deine Webseite oder so machen kannst, ne? Und auf deine ganze Marketing- und Vertriebskampagne mit einbauen. Hier ist eine Biene gewesen. Und dann eben entsprechend viel leichteren Zugang hast zu Firmen. Besagter Fall, pakistanische Softwareentwicklerfirma hatte keine Chance in Deutschland einen Auftrag zu bekommen. Dann hat er eine GmbH gegründet in Berlin und hatte sofort Daimler-Benz und Siemens als Kunden. Ja, also so einen krassen Unterschied, kann es machen. Gut, es war nicht ganz so einfach, war es vielleicht nicht, aber es machte eben genau den Unterschied von haben oder nicht haben, jetzt im Sinne von Aufträge und Kunden, Neukunden gewinnen. Wenn du jetzt aus der IT-Branche bist, Softwareentwickler und dergleichen und möchtest auch irgendwie noch mehr Infos oder generell Hilfe für Neukundengewinnung, für Skalierung in deinem Business, einfach Tipps und Tricks und so weiter, kannst dich bei mir gerne für ein 30-minütiges kostenloses Gespräch eintragen. Ich habe nicht sehr viele Slots frei, nur noch 3 bis 4 pro Woche und das vielleicht auch nur noch 1, 2 Monate. Aber du findest mich auf thomasklein.consulting, ja, so heißt nämlich auch mein TikTok-Kanal zum Beispiel und mein Facebook und so weiter. Also wenn du thomasklein.consulting irgendwo eingibst in Google oder so, dann findest du mich auch. Nur für diejenigen, die mir immer wieder schreiben, wie kann ich dich treffen, wie kann ich dich erreichen und so weiter. Ist eigentlich relativ einfach. Einfach meinen Namen eingeben, Thomas Klein und dann eben .consulting oder einfach nur Thomas Klein Consulting, dann findest du mich auch. Bis dahin, dein Thomas Klein, ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.